Was passiert, wenn man einen wütenden Werwolf mit einem Kleinkind alleine lässt? Wir testen es heute mit Jacob und Alexa. Und wie ihr seht, haben wir gerade Vollmond. Und ich versuche, den Werwolf zusätzlich noch wütender zu machen. Das macht dem Kleinkind noch gar nichts aus. Aber seine Wut steigt immer mehr und mehr. Und während wir drauf warten, bis er so richtig eskaliert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video ein Like da lasst. Okay, Leute, es ist soweit. Er hat sich gar nicht mehr unter Kontrolle. Und er rennt auf das Kleinkind zu. Aber das Kleinkind interessiert es wirklich gar nicht. Und er pinkelt sie einfach an. Und schon wieder? Und ein drittes Mal? Und ein viertes Mal. Oh mein Gott, er umkreist sie einfach mit seinem... Ja, und ein fünftes Mal. Ja, da würde ich mich jetzt auch aus dem Staub machen. Denn er macht es ein sechstes Mal.